Markus, du gehst ja sehr gerne, du bist ja auch sicherlich viel unterwegs, gehst gerne viel auswärts essen. Bist du denn in München viel anzutreffen in Restaurants oder wisst ihr das alles? Also wenn ich jetzt gerade auf den Auftritten unterwegs bin, so in diesen Stoßphasen dann weniger, weil dann bin ich froh, wenn ich mal daheim bin. Aber ansonsten relativ viel, ja. Okay, okay. Apropos daheim, ein Klischee, über das du dich noch gar nicht lustig gemacht hast. Ich habe mich erst letzte Woche mit einem Freund darüber unterhalten. Der hat eine super ausgestattete Küche. Alles, was man braucht, kann aber nur kochen. Wie ist das bei dir? Also ich kann kochen und ich habe eine ganz normale Küche, aber es gibt, glaube ich, was her, das, was du gerade gesagt hast. Auf jeden Fall, also würde Potenzial bieten für einen neuen Gag. Gibt es eine Essensrichtung, die du magst bzw. gar nicht magst? Überlege ich gerade, das mag ich gar nicht. Es gibt eigentlich nichts, was ich gar nicht mag. Also es ist, mir würde jetzt auch gar nichts einfallen, weil verschiedene Dinge probiert man ja auch kaum oder selten. Ja. Also ich mag auf jeden Fall die bayerische Küche, ja. Ich mag aber auch asiatisch gern, italienisch. Ich meine, wer das nicht mag, der mag doch eh jeder. Ja, das stimmt. Das. Was ich wirklich nicht mag, sind Kokosmilchgerichte. Wirklich? Ja, wenn das dann so suppig ist. Aber das ist ja gerade beim Asiaten Vietnamesen und. Ja, da bestelle ich dann meistens das ohne Kokosmilch. Ente. Nein, irgendwie so angebratenes Gemüse oder sowas, was ein bisschen fester ist und nicht in dieser, in dieser Kokosmilchdosensuppe da schwimmt. Und wenn du jetzt die Wahl hast zwischen gescheit bayerisch, wie du es gerade gesagt hast, oder jetzt ein 5-Sterne-Menü mit alle möglichen molekularen Küche und sonst was, also was bist du mehr, wo fühlst du dich wohler? Ja, natürlich bin ich mehr bayerisch, aber das trifft jetzt ehrlich gesagt auf 99 oder auf 100% aller anderen auch zu. Weil man sich das andere nicht immer leisten kann. Ja gut, jetzt mal abgesehen davon. Aber du isst schon gerne auch mal schicker, bist gerne mal irgendwie... Ich esse auf jeden Fall gern besser, muss deswegen nicht unbedingt schicker essen, aber ich esse gerne mal besser, aber bayerische gibt mir da genug her. Und du würdest auch auf jeden Fall sagen, du isst, jetzt haben wir schon gesagt, mehr draußen als daheim. Also du stellst dich nicht hin und machst dir selber einen Schweinsbraten oder... Ja, das mache ich schon auch immer, aber das ist Hälfte. Also cool. Ich habe die Zeit teilweise nicht, dass ich es mache. Okay, klar. Was ist dein Lieblingsessen? Also hast du eins oder ist es einfach allgemein? Mein Lieblingsessen ist Buffet. Buffet? Ja. Warum? Was einfach geil ist, wenn du so in so ein Buffet hingehst und da gibt es alles. Wobei man da natürlich in München da ist und schon ganz gut bedient. Ja. Also kommt natürlich aufs Buffet. Aber, mit Spaß beiseite, mein Lieblingsessen ist eigentlich Tatar. Und das kriegst du in München auch wirklich gut und überall fast. Okay, cool. Und was, also in welche Richtung Tatar? Weil es gibt ja auch wieder alles an. Ist ja klassisch angemacht halt. Am liebsten ist man, wenn es fast gar nicht angemacht ist und dann halt du das selber machen kannst, weil die meisten mischen da immer so ein bisschen Ketchup drunter. Okay. Und sowas. Okay, verglichen mit anderen Städten jetzt, wenn du München mit anderen Städten vergleichst, wir haben vorher schon kurz geredet, wie findest du die Münchner Gastronomie, also wie nimmst du es für dich selber wahr, weil du bist ja auch immer wieder mal in deinen Videos recht skeptisch. Ich glaube, die Münchner Gastronomie ist sehr, sehr homogen und einheitlich, sehr, sehr unabwechslungsreich eigentlich, also wenn man jetzt so durch die Straße geht oder wenn man jetzt nicht irgendwas Spezielles aufsucht, was ein Tipp ist oder so, ja. Ich meine, du hast halt ganz, ganz viele Italiener, ganz, ganz viele kleinere Asiaten, hast viele Inder und dann natürlich diese ganzen bayerischen Wirtschaften. Und das hat man ja auch immer schon gemerkt bei diesem Delivery-Problem. Ja. Wenn du dir was daheim hinstellen willst, dann kriegst du Pizza, indisch oder indische Pizza und, ja, und noch was Asiatisches und Sushi oder keine Ahnung. Und deshalb, das ist natürlich die Mehrheit, dennoch gibt es natürlich in München unglaublich viele gute und abwechslungsreiche Restaurants, aber da muss man sich halt wirklich auch hinsetzen und da so ein bisschen, du musst fast ein bisschen irgendwelche Blogs oder sowas durchschauen oder irgendwelche Magazine. Ich kenne manche gar nicht. Ja. Also, oh. Okay. Ja, der wird oft gequält. Oh je. Okay, das habe ich dich, glaube ich, schon gefragt. Wenn du unterwegs bist, beziehungsweise wie ernährst du dich, wenn du dann unterwegs bist, jetzt wenn du zum Beispiel in Rosenheim im Pass oder so auf der Bühne stehst und dann sagst, jetzt kommst du vielleicht abends nochmal heim? Ja, es gibt davor, vor dem Auftritt, immer Essen. Also da sitzt man halt entweder im angeschlossenen Wirtshaus oder man ist bei größeren Veranstaltungen, die halt auf Volkssälen oder Stadtsälen oder Stadthallen sind. Da bist du halt davor in irgendeinem Restaurant und da ist es bei mir meistens ein Silat, sag ich schon. Ein Salat mit Zada und ein Pizzabrot dazu. Und davor ein Tatar. Nee, also das dann nur, wenn es gibt. Aber du musst echt
schauen, wenn du da immer unterwegs bist, dass du nicht alles in dich reinstopfst, was das da da ist. Ja. Weil es ist, München bietet schon große Abwechslung irgendwie für zum Essen gehen, aber das Land bietet fast keine mehr. Ja. Und die meisten Wirtshäuser am Land haben halt irgendwie die einschlägigen Schweinsbraten, Schweinshaxen etc. Das ist mir zu schwer, weil dann stehe ich eine Stunde auf der Bühne und der Salat ist halt immer Salat mit Putenschweifen und weißes Dressing. Also ja, einfach ist jetzt nicht so, wenn man weiß, du bist im Pastor, dann ist schon im besten Restaurant für dich der Tisch reserviert. Nee, das kriegen wir auch gar nicht. Das kriegen wir auch im Vorfeld schon gar nicht hin meistens. Gut, du hast es ja wahrscheinlich schon gehört, in München gibt es jetzt Mini-Schweinsbraten to go mittlerweile schon. Es gibt ein Café mit echten Katzen auf der Türkenstraße. Es gibt X. Mit echten Katzen. Ich war als letzte Woche Dresden Café. Ja, ein Café auf der Türkenstraße, gehst du rein, kriegst Salat, alles vegan, laktosefrei und da sind um dich rum 6-7 Katzen. Kennst du nicht? Aber die isst man nicht. Die leben. So. Das ist ja Katzen. Aber es ist ja auch nicht verboten. Also du kannst es mal probieren, aber wahrscheinlich kommst du dann nicht nochmal. Worauf ich raus wollte, gehst du in sowas oder bist du überhaupt nicht, also es gibt ja auch immer mehr veganen Schnickschnack. Ich gehe in alles. Ich gehe auch zum veganen Restaurant und das schmeckt mir auch sehr gut. Das ist halt leider Gottes ein bisschen aufwendiger. Das macht man sich daheim, wenn man jetzt, Fleisch ist halt unglaublich einfach, weil man es nur dazu gibt und aber im Gegenteil, ich esse sogar daheim weniger Fleisch als auswärts. Immer mehr, ich kenne immer mehr Leute, die jetzt immer weniger Fleisch essen und es wäre nichts für dich Vegetarier. Ich war das mal ein halbes Jahr. Tatsächlich? Aber das ist unspannend gewesen. Also, dir fehlt dann schon was, wenn du kein Fleisch isst. Es ist halt auf die. Was ist denn das Problem eigentlich? Das Problem ist ein Schinkenbrot, das Problem ist ein Schinkensemmel oder sowas. Da weißt du auf die Schnelle, glaube ich, nicht, was du da drauf tun sollst. Und du kochst ja nicht immer volle Mahlzeiten. Wenn du volle Mahlzeiten kochst und du würdest jetzt Spaghetti mit Tomatensauce machen, dann ist es ja schon vegan. Dann ist ja das, vegan sage ich schon, dann ist es ja vegetarisch. Dann wäre das ja kein Problem, aber die Mahlzeiten zwischendurch, die finde ich unglaublich schwierig. Also mittlerweile geht's, weil es auch vegane Wurst gibt. Schon aus dem Aber das ist es ja nicht. Also du machst da keine vegane Wurst, oder? Also wenn, dann machst du halt irgendwie Avocado drauf oder keine Ahnung, oder Tomate und Salat, ja. Aber das ist halt trotzdem irgendwie einfacher, sich manchmal Schinkenbrot zu machen. Und würdest du sagen, dass Essen für dich einfach auch irgendwie eine Rolle spielt oder bist du eigentlich jemand, der da gar nicht so viel drüber nachdenkt? Also taugt dir das, dich damit zu beschäftigen? Isst du gern, schaust du gern, was Neues gibt? Also, oder ist es schon, mir taugt das schon und mir taugt es mal mehr, mal weniger. Also wenn ich mehr Zeit habe, dann koche ich mehr, dann koche ich auch irgendwelche Rezepte oder Gerichte. Und wenn ich weniger Zeit habe, dann ist es mir ziemlich wurscht, aber dann gehe ich auch nur. Also dann gehe ich nur auswärts. Okay. Bist du, das ist jetzt noch eine Frage, die passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Essen, aber noch zum Schluss eine Frage. Wenn man jetzt zu dir heimgeht und du hast ja schon gesagt, du hast eine Küche, die relativ gut ausgestattet ist, wenn man jetzt auch in deinen Schrank schaut, fällt da vielleicht auch ein bisschen Zeug raus, wie du so ein Spiegel der Ray-Ban oder irgendwie die hochgekrempelten Hosen oder Ralph Lauren-Pulli. Also bist du vielleicht selber auch ein bisschen so wie über die das Leute? Fällt alle, ja, jetzt pass auf, das fällt alles raus und zwar wirklich tonnenweise, weil ich das natürlich für diese ganzen Drehs immer einkaufe. Und das liegt alles in meinem Schrank. Aber ansonsten fällt da tatsächlich ganz, ganz, ganz wenig von dem Zeug raus. Also bist du ja der Lockere, nicht jetzt so. Du erfüllst jetzt nicht die Klischees, wie du dich lustig machst. Ja, optisch zumindest nicht. Aber ich meine, klar, wenn du ins gleiche Restaurant gehst, dann bist halt da. Also das kannst du jetzt auch nicht ändern. Aber du brauchst ja auch die Kontaktpunkte, du brauchst ja auch das, weil sonst weißt du ja nicht, über was du redest. Was isst du heute noch oder was hast du heute schon gegessen oder was steht noch an? Ich habe gerade gesagt, ich esse heute noch einen Steinbeißer mit Zitrone und irgendwas dazu. Okay. Weiß aber noch nicht was. Bist du dann quasi selber auf dem Viktualienmarkt unterwegs, holst du das oder? Nein, auf dem Viktualienmarkt selten. Also nichts gegen diesen ganzen, die Fischläden dort, aber ein bisschen Vogel haben schon. Okay. Ja, cool, dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Und das war's schon. Das war's, ja. Wenn du gerne noch was sagen willst, dann sag. Jetzt gehen wir zum Essen, oder? Jetzt gehen wir zum Essen, genau. Das machen wir. Danke dir.